Willkommen zurück zu ein paar Leveln von euch. Mario in the Sky von Sterntiger macht den Anfang. Ah, das sieht gemütlich aus. Und es hat sogar einen Checkpoint. Weltrekord eine Minute. Könnte ich eigentlich mal versuchen, oder? Ab und zu. Weil das so auf den ersten Eindruck so wirkt, als könnte man hier relativ gut durchspeeden. Lol, das sieht fast genauso aus wie eines der Level aus der Iron Bros Challenge, ne? Zumindest der Anfang hier. Das war ganz ähnlich. Yippie! Und so von der Abschlussrate her könnte das hier auch in normal drin sein. So, hier ist eine Tür. Ich frage mich ja immer, wenn da unten Ranken sind. Sind die da nur Deko? Wen haben wir denn da? Moment! Ich weiß nicht, ob ich den Lakitu killen soll. Er könnte mich auch unterstützen. Wirf nochmal so ein Ding. Yes! Danke. Macht ja nichts, dass ich das Cape verloren habe. Ich krieg's direkt wieder. Jetzt habe ich alles dabei. Voll bepackt. Das ist der Checkpoint vom Thumbnail. Guck mal einer an. Da unten ist jetzt Stuff. So. Hätte das mit so einem Kollegen hier auch funktioniert? Ich weiß manchmal nicht, ob die Gegner Münzen einsammeln können. Aber ich glaube, bin mir ziemlich sicher, dass es auch funktioniert hätte. So, hier sind jetzt mal Münzen. Dann vertraue ich denen. Secret oder Weg? Aha. Okidoki. Mal gucken, ob sich hier was verändert hat. Aber ich habe gar keine Schalterblöcke gesehen. Es muss also irgendwie... muss noch kommen. Ich falle! Aber nur ganz langsam. Ihn mag ich hier mit seinem Ball. Das ist irgendwie sympathisch. Ich wehre ihn einfach mit dem Cape ab. Was war das denn? Ich wusste gar nicht, dass das so effektiv ist. Cool. Was hat jetzt der Schalter nochmal gemacht? Außer diese beiden Blöcke da zu aktivieren. Vielleicht wäre der Kampf anders gewesen, wenn man die Blöcke nicht aktiviert hätte. Ja, dass zusätzliche Dinge spawnen oder so. Über die Bäume, über die Köpfe der Gegner hinweg. Moment, bin ich jetzt wieder am Anfang des Levels? Das sieht irgendwie exakt gleich aus. Bis auf dieses Haus hier. Das ist neu. Gucken wir mal rein. Den nehmen wir mit. Los, sag gefälligst allen Hallo! Hat sich gelohnt. Das ist doch mal ein schöner... Oh nein, ich habe ihn verloren. Warum? Der Helm hat mich betrogen. Ich will einen neuen haben. Ist bestimmt nicht mehr weit bis zum Ziel. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Boah, noch mehr von denen? Ist das übelst witzig. Na gut, diesmal war es nicht so effektiv. Oh. Ey, Ludwig trifft mich halt wirklich jedes Mal mindestens einmal, ne? Weil er so ein Projektil-Spammer ist. Kann ich ihn in den Abgrund? Okay, das war nice. Juggle in den Tod. Das sieht tatsächlich so aus, als würde ich hier im Kreis laufen. Zumindest die Illusion davon. Ja, aber dann... oh, hi. Probiere ich, glaube ich, den Weltrekord doch nicht. Der ist ja fast schon optimiert dann. Das Level ist wesentlich länger, als ich dachte. Ich dachte aber, da steht kurz und knackig. Was gibt's hier noch für Secrets? Das Omega-Secret, natürlich. Das darf natürlich nicht fehlen. Ich finde die Gegner witzig. Die gibt's ja nur in Mario Maker, ne? Die gab's noch nie zuvor. Zumindest nicht in der Form. Dass sie so ulkig aussehen. Oh, nicht übel, Hammerbruder. Dabei wollte ich eigentlich nur, dass sie Freunde werden. Nice. Spaßiges Level. Ein Autolevel für mich, Banzai Chuck. Bitte nichts drücken. Ach, kann ich der Versuchung widerstehen, irgendwas zu drücken? Na gut, ich leg den Controller mal weg. Weißt du, ich bin so gut. Ich muss noch nicht mal einen Controller in der Hand haben, um Level zu schaffen. Ist das zu fassen? Das ist unglaublich. Banzai... Oh. Schon wieder ich. Das fängt mit Ban an. Wenn ich mal gebannt werde, bin ich Banzai Chuck.
super schwierig. Wahrscheinlich einer, der kein Deutsch kann und nicht lesen konnte, dass es ein... Obwohl, Autolevel steht im Titel. Na gut. Es sei denn, man stirbt hier vielleicht doch noch. Möglicherweise ist es ein Trolllevel. Das ist ja niedlich. Mit der Ferse hält sie sich fest. Mhm. Durch die Grütze. Kreativ, da am P-Switch hängen zu bleiben. Dafür musste ich in letzter Sekunde den Knopf loslassen, den ich gar nicht gedrückt habe. Oh, die Bombe. Die dachte, jetzt ist mein Augenblick gekommen. Wo kam denn jetzt der Schlüssel her? Mhm. Das ist der P-Switch von vorher. Aha. Und nochmal warten. Ach, jetzt, ne, würde ich gerne... Ich würde gerne zu dieser Box da hinten laufen. Ich wüsste auch nicht, was es für ein Problem wäre. Weil, ja. Okay. Nice. Okay. Kann man mal machen. Und auf jeden Fall den Kanal abonnieren. Nicht vergessen. Gucken wir mal, wo man hier alles abkürzen kann. Ich glaube, diese Section, die hier jetzt gleich kommt, die kann man komplett überspringen, wenn man japsi in diese Box reingeht, oder? Ja. Das ist schon mal ein ordentlicher Timesave. Hier kann man auch mega abkürzen. Und Bamski. Das ist auf jeden Fall ein neuer Weltrekord. Na also, habe ich mein Versprechen doch noch eingelöst und einen Rekord aufgestellt. New Super Mario Bros. 3 2-2 Sandy Poke Mountain von Craft King. NSMB 3, was ist denn das? Der Wii-Teil? Der DS-Teil ist der erste? Dann NSMB 2, da wo man so viele Münzen sammeln musste, war für ein 3DS? Und der Wii-Teil ist dann wohl der dritte. Weil U ist Nummer 4. Warum gibt's davon eigentlich überhaupt so viele? Aha. Kreative Ideen mit Pokies. Gucken wir mal. Hallöchen. Doink, doink, doink. Aber die Optik hier finde ich eigentlich ganz hübsch. Ist eine der hübschesten. Zumindest was SMB, was New Super Mario angeht. Mhm. Da muss es eigentlich runtergehen, oder? Ha! Es ist keine Todesfalle. Ausnahmsweise mal. Hm? Danke, dass ich direkt am Bildschirmrand spielen muss, liebes Spiel. Jetzt warten wir einfach ab. So. Die Stacheln sind eigentlich gar nicht so gefährlich, wenn man sich das mal anguckt. Uhu. So, hier bin ich durch. Auch wenn ich fett bin. Das hält mich nicht davon ab. Was macht der da oben für eine Reise? Also, der ist an der Schiene. Hätte ich mir ja denken können. Hm? Ja, ich muss schon sagen, die Pokies haben hier ihr Game auf jeden Fall verbessert. Ja, von reinen nach links und rechts Läufern haben sie hier ein paar Mechaniken aufgebaut. Aber sie lachen so nett. Ja, sieht ja gar nicht danach aus, als hätten sie überhaupt... Als würden sie einen Gedanken daran verschwenden, irgendjemandem weh zu tun. Die sind halt nur zufällig im Weg. So sehen sie aus. Das trifft allerdings auch viele Gegner zu. Hoppla. Das ist witzig, ne? Der ist ein bisschen schneller, wenn er nach rechts läuft und so. Und gegen die Laufrichtung des Steins. Was hast du denn hier verloren? Du gehörst doch nicht dazu. Kakteen und Knochen. Hm. Vielleicht sind das ja die Opfer der Pokies. Oh mein Gott! Nope, die wahre Gefahr ist dieser Block hier. Und was ist schuld? Dass Toadette so fett ist. Natürlich. So, da drüben komme ich erstmal nicht durch. Dann gucken wir mal, wo es hier einen Schalter gibt. Direkt hier. Mhm. Ein paar Mechaniken auslösen. Kein Problem. Doch, die Hindernisse sind echt... Was? Wo bin ich denn jetzt hängen geblieben? Egal, ich bin sowieso viel lieber klein. Dann bleibe ich nicht überall hängen. Oh! Moment. Das ging aber ja gar nicht anders, oder? Wäre das anders gegangen? Da oben war, glaube ich, nochmal ein One-Way, dass das verhindert. Das heißt, ich muss nochmal hier durch. Clever. Clever. Bingo. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen vorsichtig sein, weil...
Das Level hat keinen Checkpoint. Oh, ist das gruselig, Mann. Mhm. Ja. No. My bro. Hier bin ich sicher. Jetzt haben sie es aber richtig auf mich abgesehen. Why? Oh. Momentum, Leute. Momentum. Ich habe mich nie dran gewöhnt. Vor allem von Wandsprüngen aus. Da ist er. Da ist der Checkpoint. Habe ich mir gewünscht. Wohnen die etwa hier? Das ist aber voll diskriminierend, weil nur die, die nur zwei Blöcke hoch sind, also zwei Körperteile, die können da auch tatsächlich rein. Die anderen nicht. Hi. Aber das sieht irgendwie gruselig aus. Das ist wie das eine Hindernis im ersten Level von Invictus mit den grünen Koopas. Mhm. Da will ich auf jeden Fall hin. Mit dem Goomba da unten habe ich nichts zu tun. Viel zu mickrige Gegner. Die haben sowieso nur Spaß. Ha? So, ich gehe mal hier hin. Das sieht aus wie ein Safe Spot. Ja, wäre jetzt witzig gewesen, wenn er gar nicht an der Schiene dran gewesen wäre. Hm? Oh ja, okay. Riesiger Schädel, natürlich. Fast das Gefühl, ist sie größer als in anderen Spielstilen? Ich meine, so vom... Es kommt mir schon so vor. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel Super Mario World Toadette vorstelle, die ist so viel kleiner. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Das sieht aber ulkig aus mit diesem ganzen Schalter. Komm ich da noch durch? Sehr nett, danke. Die perfekte Höhe gefunden. Nochmal ein Checkpoint. Das ist ein richtiges Abenteuer hier. Hm? Aber er gönnt mir keine gestackten Power-Ups. Es ist immer nur trotzdem ein Pilz. Ah, lass mal kurz überlegen. Achso, das ist gar nichts. Das ist nur eine Falle. Das ist, keine Ahnung. Ich wollte nur nach unten klettern und sie macht auf einmal eine Stampfattacke. Wir werden einfach... Wir kommen nicht miteinander aus. Komme ich denn da eigentlich durch? Ich muss warten, bis der hier nach oben geht. Super eng. Hm? Kletter schneller! Oh. Okay, die unteren dürften mich eigentlich nicht erwischen. Hoffe ich. Denke ich. So, als wäre ich ganz, ganz entzückt, wenn sie keine Stampfattacke machen könnte. Random. Auf einmal, plötzlich. Wohohoho. Es wird immer heftiger. Mhm. So, ist das nochmal ein Power-Up? Dankeschön. Genau zum richtigen Zeitpunkt, bevor ich hier abkratze. Hm? Komm. Das ist wirklich alles dabei, ne? Jede mögliche Art, wie man Pokey verwenden kann und wie man ihm ausweichen kann. Und, habe ich es geschafft? Ist hier irgendwo das Ende? Du, 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 du. Soll ich warten? Lieber nicht. Oh. Diesmal hat es nicht nochmal funktioniert. Oh, bitte lass mich jetzt nicht abkratzen. Das wäre echt schade. Ist das das Ziel? Das sieht mir verdammt nach Ziel aus. Da war ein Block. Ich bin am Block hängen geblieben. Jetzt bin ich ja auch noch klein. Ich habe meinen Pilz auf dem Weg hierher verloren. Uah. Nicht übel. So, was war denn jetzt genau da oben? Ist das nochmal ein Secret oder? Ich würde es ja eigentlich schon gerne wissen. Ein Leben! Und das hat mich das Leben gekostet. Okay. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das war ein cooles Level. Trollleben. Trollmaster? Was denn nun? Trolls oder Trolls? Von Versa Derfa.
Sieht nicht ganz so brutal aus von der Abschlussrate her, deswegen spiele ich es jetzt mal im Zuschauerpart. Rätsel und Kunst, das ist wichtig. Habe ich nicht mal gesagt, das sind die einzigen Tags, die passen zu Troll-Leveln? Rätsel und Kunst. Oh no! Na gut, ich muss mein Mindset erst umstellen. Troll-Level. Eindeutig Troll-Level. Moment. Ist das schon ein Anti-Softlock? Obwohl ich gar keine andere Wahl hatte? Vielleicht komme ich... Nee, ich komme nicht... Ich komme nicht nochmal zurück. Ich kann mich hier nur softlocken, weil ich unfassbar intelligent bin. Moment. Es muss hier ein unsichtbares Power-Up geben, oder? Dass ich an der Piranha-Pflanze vorbeikomme? Nur wo könnte das sein? Oh, natürlich. Genau da. Stell hier! Was du kannst, kann ich schon lange. Feuerbälle schießen. Wisst ihr, ich verzichte jetzt einfach mal auf diese Münzen. Irgendwas, mein Bauchgefühl sagt mir das. Okay, soll ich es nochmal machen? Soll ich nochmal an der Seite vorbei? Es wundert mich, dass da kein unsichtbarer Block ist. Das ist eigentlich eine total vertane Chance, oder? Aha. Der sieht gefährlich aus, ist es aber nicht wirklich. Na gut, ich gehe in die Röhre. Picador? Ich versuche gerade wirklich meine psychischen Kräfte zu aktivieren, aber es funktioniert nicht. No! Oh. So kurz noch die Hoffnung, bin ich hier vielleicht richtig? Und dann setzt die Musik ein. Okay. Wo führt mich diese freundliche Röhre aus der Nachbarschaft hin? Vielleicht in die Nachbarschaft. Oder weiter? Ich weiß, dass da oben ein Swamp ist. Von gerade eben. Hat man ja schon gesehen. Haha. Very funny. Ja? Ja, doch. Ich glaube, das ist nicht ganz verkehrt. Was, wenn ich den Pilz einsammle, aber anschließend in diese Röhre gehe? Ach, das geht gar nicht. Das nimmt mir schon mal eine Entscheidung ab. Dann geht die bestimmt auch nicht. Behaupte ich jetzt einfach mal. Düp, 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 düp. Mhm. Es ist schon von Vorteil, ne? Wenn man so ein bisschen Troll-Erfahrung hat. Dass man nicht auf jede Falle reinfällt. Sondern nur auf 90% davon. Aha. Doppel-Checkpoint. Und ich bin zurück. Am Anfang. Und gesoftlockt. Lohnt sich das jetzt, den Timer abzuwarten? Einmal. Erlösung. Nicht mal ein Buhu oder so, der nach einer Weile noch nach unten kommt. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass die Schalter jetzt andersrum sind, ehrlich gesagt. Dann bleibt mir hier eigentlich nicht viel anderes übrig, als zu versuchen, diesem Loch zu entkommen. Gut. So. Was habe ich denn jetzt davon? Außer, dass ich das Level nochmal spielen darf. Hätte ich hier irgendwo die Gelegenheit gehabt, was anderes zu machen? Die Tür, die andere, habe ich halt noch nicht ausgecheckt, aber eigentlich kann es das ja nicht sein. Was, wenn es das doch ist? Was, wenn es das doch ist? Vielleicht ist man von hier aus schon komplett auf dem falschen Weg. Das wäre aber echt hart. Andererseits muss es ja eine Möglichkeit geben, das Level vom Checkpoint aus zu schaffen. Ich weiß, es ist gar nicht so clever, einfach nochmal das gleiche zu machen wie vorher, weil offensichtlich hat das ja nicht zum Ziel geführt, aber... Ich will es mir nochmal angucken. Ob es vielleicht doch irgendwo eine Alternative gegeben hätte. Nee, eigentlich nicht, oder? Oh... Hätte ich einfach nochmal das gleiche wie vorhin gemacht.
nicht damit gerechnet, dass es nochmal passiert. Ich... Ach. Wirklich? Warum sind da zwei? Hä? Oh Gott! Naja, das ist dann halt wohl der Weg, wie man es vom Checkpoint abschließt, ne? Man muss halt das halbe Level nochmal spielen und dann kommt man letztendlich hier hin. Ich beeil mich. Ohohoho. Das ist es gar nicht, oder? Nichts davon will ich eigentlich. Oder vielleicht doch? Das Level ist so verwirrend. Ha. Huh. Früher ging das. Das haben sie irgendwann mal rausgepatcht, dass das geht. Dass man jetzt nochmal den Schalter aktivieren kann. Oder vielleicht war es auch nur in Mario Maker 1 so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall denke ich immer, ich denke nicht dran. Ich glaube, es ist schneller, das Level nochmal zu spielen. Jetzt, wo ich, da ich weiß, wo ich überall langlaufen muss. Definitiv schneller. So. Siehst du, hat nur 60 Sekunden gedauert. Im Gegensatz zu, keine Ahnung, was war noch übrig? 200? Ich hoffe, ich bin hier wenigstens ansatzweise richtig. Also wenn ich den Schalter... Komme ich da überhaupt? Ich komme da nicht mehr raus, oder? Ich muss tatsächlich hier lang gehen. Das ist der Witz an der ganzen Sache. ich gehe mal hier lang. Oha, jetzt ist der Schalter andersrum. Und das war's. Ja, kann man mal machen, ne? Achtung, rutschig, jemand hat vergessen zu streuen. Das passt ja gar nicht in die Jahreszeit. Wir machen es trotzdem. Mario sollte langsam tun. Was sollte er denn langsam tun? Einfach alles. Mario sollte langsam tun. Auf geht's. Mario ist aber zu Hause vorm Kamin und schickt Toadette in die Wildnis. Warum? Was für eine Verkettung von Ereignissen hat dazu geführt, dass der Pilz jetzt da lang gegangen ist. Hä? Aber das wärmt mich zumindest ein bisschen. Das ist nett. Schneemänner zerstören ist eigentlich nicht die feine Art, ne? In die Gärten der anderen Leute eindringen und dort die mühsam aufgebauten Schneemänner umzukicken. Das habe ich immer gehasst, wenn das Leute gemacht haben. So, was ist das? Das kann man nicht öffnen, diese Art von Eisblöcke. Kriege ich nur diese eine Bombe oder kriege ich davon noch mehr? So wird's gemacht. Und die transportieren das da tatsächlich sehr, sehr zuverlässig ab. No! Ich würde das gerne tiefer da reinwerfen. Okay, das hat funktioniert. Ich werde genauso schlecht abtransportiert wie die Bomben. Das sieht gruselig aus. Ah, das sind nur Schneebälle. Schneeballschlacht! Gegen die Launcher. Ich stelle mich einfach hier an den Rand, dann können sie nicht schießen. Aha. Uff! Wenn ich hier einmal runtergeschossen werde, ich glaube, dann komme ich nicht mehr weiter. Zum Glück bouncen die nicht so heftig. Das erinnert total an so einen kleinen Abschnitt aus Yoshi's Island, wo diese Baseball-Typis Eier auf einen werfen. Das ist fast genau so wie hier. Ich glaube, ich hätte schon aussteigen können. Nicht mehr schießen, bitte! Yippie! Der eine wollte mir noch ins Kreuz ballern, ey. Oder direkt ins Genick. Wo es schön kalt ist dann. Okay. Das ist echt super witzig. Das ist mal eine lustige Idee. So, noch ein paar Leben abschnacken. Und da oben noch was sehen. Nein. Das habe ich jetzt nicht wirklich Meine Philosophie ist ja, wenn es keine beabsichtigten Softlocks gibt, dann muss man sie sich selber machen. Aber das Level ist ja zum Glück spaßig. Spielen wir es eben nochmal. Ich folge den Pfeilen, ja? Oh. So einen würde ich mal gerne mitnehmen. Warum auch nicht? Jetzt wird es erst richtig glatt. Da haben sie vergessen zu streuen.
Boing. Jetzt muss ich leider meinen treuen Schneeball hergeben. Also es funktioniert einfach nicht, ne? Ob das jetzt ein Panzerfreund ist oder ein Gallumbrattenfreund, Schneeballfreund, nichts. Nichts will auf lange Dauer mein Freund sein. Wo geht das Ding denn hin? Hui. Kommt man denn an die Münzen da unten ran? Wie lange man einfach rutscht, ne? Das ist so abartig. Und das ist ja noch nicht mal maximale Geschwindigkeit. Aber irgendwie finde ich das auch lustig. Oh, hier gibt es Secret-Blöcke. Yoshi! Was führt mich denn zu der Ehre? Siehst du, kaum ist Yoshi da, schon wird es wieder umständlich. Ist immer das Gleiche. Die große in der Mitte? Auch nicht. Einfach die. Hier gibt's Secrets, für die ich wohl Yoshi herschenken muss. Ah, oh mein Gott, das war super knapp. Warum? Ich dachte, ich lande auf... Yoshi ist so ein Verräter, ey. Machen wir es eben ohne ihn. Ist wahrscheinlich sowieso viel einfacher. Mhm. Wo kriege ich denn hier einen P-Switch her? Zeigen mir die Pfeile irgendwas an? Einmal kurz versuchen, ob es hier reingeht. Nein. Na gut, vielleicht ist der irgendwo anders. Wäre aber dann schon ein ziemlich gutes Versteck. Vor allem das hier sieht nicht so aus, als würde man nochmal zurückkommen. Und hier ist das Ziel. Hier ist das Ziel. Das interessiert mich jetzt aber schon. Nehmen wir den Kollegen nochmal mit. Aber ich habe jetzt so gar keine Idee, wo der sein könnte. Hier war irgendwie auch nichts. Da oben ist schon mal nichts. Zumindest sieht es nicht danach aus. Wo könnten der P-Switch denn dann sein? Ein unsichtbarer Block vielleicht? Die Münzspur hier? Ich auch nicht ganz entziffern, was die bedeutet. Ich glaube, das Rätsel bleibt ungelöst. Was ist das für eine Stelle irgendwie? Na gut. Boink, 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 boink. XY ungelöst. Das war eine unterhaltsame Auswahl an Leveln. Vielen Dank dafür und vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dahin. Ciao.